Der erste Slot heißt Digitale Rohstoffe erhalten sich anders. Und dafür bitte ich den Erik Albers auf die Bühne. Er engagiert sich vor allem für die Free Software Foundation Europe, für Nutzer- und Softwarefreiheit dort in diesem Bereich und schreibt auch für Netzpolitik.org und beschäftigt sich gerne sozusagen als Freizeitforscher auch mit digitaler Nachhaltigkeit. Bitteschön. Ja, danke für die Einführung und schön hier noch ein paar Gesichter zu sehen, auch zu so später Stunde, weil ja auch gerade draußen echt eine schöne Stimmung ist. Es gibt zwei Besonderheiten. Die erste ist, ich bin so ein bisschen halbkrank. Ich hoffe, meine Stimme hält durch und ich muss hier nicht husten. Und die andere ist, ich halte zum ersten Mal einen Talk auf einem proprietären Betriebssystem. Und es geht aber natürlich viel um freie Software und ich hoffe, ich werde nicht hier vom Blitz erschlagen nebenher. So, ich möchte über Rohstoffe reden und vor allem über digitale Rohstoffe. Und im Besonderen um Software als einen digitalen Rohstoff. Der hat viel gemeinsam mit anderen digitalen Rohstoffen, aber auch seine Besonderheiten. Software ist in unserer heutigen Gesellschaft ein Rohstoff und umfasst im Prinzip alle unsere gesellschaftlichen Bereiche. Natürlich ursprünglich von Automatisierung, Maschinierung, über die Wissenschaft, wo Software letztendlich irgendwann herkam. Über die Verwaltung zum digitalen Erbe, es wird heutzutage auch sehr viel kulturelle Artefakte produziert, die quasi nur noch mit Software produziert werden und nur noch mit Software abgerufen werden können, bis hin letztendlich zu unserer alltäglichen zwischenmenschlichen Kommunikation. Neben diesen organisatorischen Fähigkeiten oder Grundlagen von Software als Rohstoff gibt es auch natürlich noch die Kopplung von Software an Hardware, also Software ist natürlich auch Rohstoff für Hardware und wird damit letztendlich auch realitätsgestaltend. Wenn ich morgens, viele von uns wahrscheinlich, wenn sie morgens in die Küche gehen, dann gibt es da schon viele Geräte, die mit Software interagieren oder selbst auf denen Software läuft. Spätestens, wenn ich dann das Haus verlasse und über die Ampel laufe, in der U-Bahn fahre, ins Krankenhaus gehe, quasi wohin ich auch gehe, ist Software in der Form, also im Zusammenspiel mit Hardware realitätsgestaltend. Und was man hier jetzt auch sieht mit dieser Wolke hier in der Mitte, was halt mehr und mehr auch noch der Fall ist, dass Software dann mit zentralen Strukturen letztendlich interagiert. Das heißt, Software hat teilweise jetzt als Rohstoff schon so eine gespaltene Funktion. Dann gibt es eben die Clients und die Server, die da miteinander reden. Und zusammen dann letztendlich eine Interaktion, eine Aktion produzieren. Was macht jetzt Software vielleicht nochmal besonders als ein Rohstoff? Das ist natürlich primär, er ist nicht stofflich. Und weil er nicht stofflich ist, kann er auch nicht verbraucht werden. Ich kann also eine Software prinzipiell so oft benutzen, wie ich möchte, und ich kann sie nicht verbrauchen. Ich kann sie auch kopieren und verbreiten und das kann ich theoretisch unendlich oft und im Prinzip kann jeder Mensch auf dieser Erde von dem gleichen Rohstoff teilhaben. Und wenn ich dann jetzt quasi ein Softwareprojekt oder eine Codeform von Software als einen Rohstoff definiere und jede einzelne Installation davon als Mengeneinheit 1 des Rohstoffes, dann gilt im Prinzip, je mehr NutzerInnen ich habe, je mehr Installationen ich habe, desto mehr Rohstoff habe ich. Also anders, genau konträr quasi als bei natürlichen Ressourcen, wo normalerweise gilt, je mehr NutzerInnen da sind, desto mehr nimmt man vom Rohstoff weg. Gilt hier, je mehr NutzerInnen ich habe, desto häufiger ist der Rohstoff vorhanden, desto mehr ist der Rohstoff für alle verfügbar. Jede Installation erweitert also die Grundmenge, anstatt sie zu reduzieren. So, theoretisch ist Software unbegrenzt. In der Praxis leider ist sie es nicht immer. Es gibt es gibt sowohl juristische Maßnahmen, also Lizenzen vor allem, Patente und andere Dinge,
die die Verwendung von Software einschränken. Es gibt natürlich auch technische Kopierschutzmaßnahmen und andere Dinge, die die Verwendung von Software einschränken. Sie kann also künstlich verknappt werden, obwohl sie eigentlich prinzipiell unbegrenzt verfügbar ist. Und was ich hier durch die schwarzen Ampeln noch anzeigen wollte, dass Software auch funktionieren muss. Also der Rohstoff kann quasi auch kaputt gehen. Wenn ich da jetzt einen Bug habe, dann ist der Rohstoff kaputt im Prinzip. Ich kann ihn vielleicht reparieren, okay, aber anders jetzt wieder auch als natürliche Rohstoffe kann der prinzipiell kaputt gehen. So, und was ist noch anders, wenn man Software als Rohstoff denkt? Achso, ich habe hier eine Timeline von GNU-Linux-Distributionen. Habe ich aus der Wikipedia genommen, die ist eigentlich seitenlang, also ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und was ich zeigen möchte, ist, dass es einerseits ständig neue Rohstoffe entstehen. Also das sind alles im Prinzip Abspaltungen von bestehenden Distributionen und dann kommen hier neue und neue und neue. Und oder hier oben sieht man es noch besser, hier entstehen komplett neue im Prinzip auch. Das heißt, auch wieder, wir denken vielleicht, der Planet Erde, den haben wir langsam durchforstet. Die meisten Ressourcen haben wir entdeckt. Bei Software gilt, dass wir ständig neue Ressourcen im Prinzip uns aufbauen und entwickeln. Und aber auch, dass sie in Abhängigkeiten zueinander stehen. Also die stehen natürlich letztendlich irgendwo in Abhängigkeit zu ihrem Ursprung. Aber auch in anderen Ebenen, also bei Software gibt es halt auch in anderen Ebenen viele Abhängigkeiten. Eine GNU-Linux-Distribution hat im Prinzip eine Abhängigkeit zum Linux-Kernel zum Beispiel. Und da gibt es noch viel mehr andere Packages und Abhängigkeiten, die da bestehen. Also ist ein Software, ist der Rohstoff-Software nicht so alleine an sich denkbar. So, jetzt haben wir quasi die wichtigsten Aspekte von dem Rohstoff-Software so abgedeckt. Ich möchte drei zentrale Leitgedanken hier mitnehmen für den weiteren Verlauf des Talks. Erstens, je mehr NutzerInnen, desto mehr Rohstoff ist entscheidend, wenn wir über den Rohstoff-Software nachdenken. Je mehr Installationen ich habe, desto höher ist die Grundmenge des Rohstoffes. Die Rohstoffe entstehen in Abhängigkeiten zueinander, sind also nicht losgelöst voneinander. Und neue Rohstoffe entstehen, die können aber auch bewusst gestaltet werden. Ich kann also bewusste Entscheidungen treffen, wenn ich eine neue Software schreibe, in Sachen Architektur, in Sachen Abhängigkeiten, in Sachen Lizenzen und ähnliche Dinge kann ich Einfluss nehmen auf die Nachhaltigkeit dieses Rohstoffes. Software kann auch verloren gehen, dieser Rohstoff kann auch verloren gehen, zum Beispiel indem das Wissen darüber verloren geht, ist vor allem Gefahr für proprietäre Software. Der Hobbyprogrammierer im Keller, der seine proprietäre Software programmiert, eines plötzlichen Todes stirbt und keiner kann den Code lesen. Aber auch für große Projekte kann das gelten. Große Softwareprojekte sind so komplex, dass sie kein einzelner Mensch durchschauen kann. Und wenn die Firma dahinter bankrott geht, kein gutes Wissensmanagement hat, die Entwickler verlassen den Raum und zurück bleibt Leere und keiner quasi kann den Code noch im Nachhinein groß, kein gutes Wissensmanagement findet statt und auch hier geht Code verloren. Hier ist ein grafischer Fehler, wie ich sehe, das ist natürlich der proprietären Software hier geschuldet, aber man sieht es ja trotzdem, also genau. Natürlich die letzte Kopie verschwindet oder geht kaputt, was vor allem vielleicht auch aktuell Gefahren sind, wenn man, je mehr man dann Software in zentrale Rechenzentren verlagert, in die sogenannte Cloud, und da fällt die Bombe drauf oder der Besitzer der Cloud löscht es oder andere Dinge, kann Software verloren gehen. Und ansonsten informationstechnische Angriffe sind im Prinzip auch noch eine Gefahr. Viren oder Programme, die dem eigentlichen Code schaden und damit die den eigentlichen Rohstoff so verändern, dass er nicht weiter benutzbar ist. Jetzt kann ich mich fragen, na gut, okay, vielleicht muss ich ja auch nicht jede Software erhalten. Wenn ich heute ein Telefon habe mit dem Betriebssystem und in 20 Jahren werde ich vermutlich nicht mehr dieses Telefon mit dem Betriebssystem benutzen wollen. Also who cares, warum soll ich überhaupt mich darum kümmern, dass die Software erhalten bleibt?
Dann ist natürlich erstmal Software erhalten heißt Wissen erhalten. Software ist Wissen und es ist irgendwie müßig, sich Relevanzkriterien zu überlegen oder ähnliches, warum ich jetzt gewisses Wissen erhalten soll und anderes nicht. Wir freuen uns auch über die römische Inschrift 500 vor Christus von irgendeinem Rezept, das heute keiner mehr kocht. Und trotzdem ist es irgendwie, es ist ja ein Ideal, also Wissen zu erhalten ist ein Ideal, das man auch verfolgen sollte. Und ich glaube, es wird dann noch deutlicher, wenn wir darüber nachdenken, was für eine Rolle heutzutage auch Software in der Wissenschaft spielt. Die Wissenschaft hat den Anspruch, dass man ihre Ergebnisse reproduzieren kann. Wenn ich die Software nicht mehr dazu habe in 20 Jahren, dann kann ich auch nicht mehr das Ergebnis reproduzieren. Und dementsprechend kommt da einfach schon eine Notwendigkeit des Erhaltens. Und dann gibt es noch die Generationengerechtigkeit von 1987, von dem UN Brundtland Report. Da wurde als nachhaltiges Ziel festgeschrieben, dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen könnten. Das wird jetzt normalerweise dann so verstanden, bei natürlichen Ressourcen wird das dann so verstanden, okay, wir sollten heute irgendwie in einer Art und Weise konsumieren, dass dann noch ein bisschen was übrig bleibt für die Zukunft, damit die auch noch was davon hat. Und wenn wir jetzt zurückdenken, dass je mehr NutzerInnen eine Software hat, desto mehr Rohstoffe da vorhanden, dann gilt hier eben eher umgekehrt, dass wir im Prinzip heute, je mehr wir, also als erfolgsversprechende Strategie quasi, um eine Software für die Zukunft zu erhalten, wäre möglichst weit diese Software zu verbreiten, möglichst viele Installationen, möglichst viele NutzerInnen zu haben, um dieses Wissen letztendlich für die Zukunft zu erhalten. Außerdem gibt es hier noch eine Doppelgenerationengerechtigkeit, weil es geht nicht nur darum, die Software an sich zu erhalten, für informationstechnische Prozesse, sondern auch für die Hardware. Software arbeitet ja mit Hardware zusammen, das heißt, wenn ich die Software erhalte, dann erhalte ich auch Zugang zu dieser Hardware, was ja auch wiederum viele natürliche Rohstoffe verbraucht hat in der Produktion. Und so gibt es hier eine doppelte Generation Gerechtigkeit in dem Erhalt von Software. Da gibt es auch schon Initiativen, die sich bemühen, möglichst Software zu erhalten. Ich habe hier mal einen rausgenommen, das ist das Software Heritage. Software Heritage hat zum Ziel, our ambition is to collect, preserve and share all software that is publicly available in source code form. Hier wird also systematisch öffentlich verfügbarer Code sowohl gebackupt als auch archiviert und natürlich aber auch katalogisiert, systematisiert, um ihn möglichst auch für die Zukunft letztendlich zur Verfügung zu stellen. Hier sieht man schon mal einerseits die Abhängigkeit zum öffentlichen Code, worauf wir gleich noch eingehen werden. Das ist ein sehr wichtiges, ein sehr wichtiges Projekt, um Software zu bewahren. Ich möchte aber auf zwei Aspekte hinweisen. Das eine ist die angesprochene Abhängigkeit, die wir hatten. Das heißt, wenn ich hier, ich habe zum Beispiel, was man heutzutage öfters mal sieht, man hat irgendwie einen freien Software-Client, hat aber ein proprietäres Backend auf dem Server, dann oder andere Abhängigkeiten zu proprietären Libraries oder anderen proprietären Modulen, dann habe ich zwar die Software archiviert, die freie, den freien Anteil, aber nicht den proprietären. So, da kommt also in Schwierigkeiten, das kann ich dann in Zukunft vielleicht auch nicht wieder zusammenbauen oder nachbenutzen. Und das andere ist, dass Software eben nicht nur aus Code besteht. Software hat auch noch ein paar andere Elemente. Da gibt es natürlich die Dokumentation und Version Control und alle möglichen Community drumherum und Wissensmanagement, das hier eventuell auch nicht abgedeckt wird. So, und dann haben wir jetzt also, aber hier eine Möglichkeit, wie wir Code bewahren können. Das möchte ich noch im dritten Kapitel quasi darauf zu sprechen kommen, wie wir, aber was wir heute tun können. Wenn wir jetzt Software gestalten, wie wir diese, was wir dabei bedenken sollen, um diese möglichst nachhaltig zu gestalten für die Zukunft, weil wir wollen ja nicht einfach nur, jetzt haben wir zwar eine Lösung, um irgendwie die alten Sachen aus dem Keller zu holen, aber eigentlich wäre es dann noch besser,
wir schaffen Software, die die Zeiten überdauert und quasi Eigenleben hat. Und genau, da ist die Community das Entscheidende. Community, vor allem diverse Community, schafft agile Ökosysteme. Wenn wir die Software hier im Kern als den Rohstoff betrachten, dann ist es eben besonders zielführend, wenn möglichst viele diverse Akteure Zugang haben zu diesem Rohstoff und diesen Rohstoff mitgestalten können. Wir haben hier NutzerInnen, wir haben EntwicklerInnen, wir haben aber auch Firmen, Wissenschaft natürlich, Drittparteien. Wenn wir zum Beispiel an WordPress denken, WordPress hat natürlich ganz viele Nutzer, die WordPress ist ein Content-Management-System, mit dem man bloggen kann, aber auch normale Homepages gestalten kann und andere Dinge. So, wenn wir WordPress mal nehmen als Beispiel, dann haben wir natürlich die NutzerInnen, die sich ihren Blog aufsetzen oder ihre Homepages aufsetzen. Wir haben aber auch EntwicklerInnen, die natürlich die eigentliche Software entwickeln. Wir haben Unternehmen, die verkaufen Installationen oder Management dieser Software. Wir haben die WordPress Foundation, die dahinter steht und diesen Rohstoff möglichst sich um diesen Rohstoff kümmert und dessen Fortentwicklung. Wir haben Internet Service Provider, die eigentlich Internet verkaufen, aber als on top, als Service anbieten, auch noch WordPress installieren und so weiter und so weiter. Wir haben also ganz viele verschiedene Akteure, die haben alle Interesse daran, dass dieser Rohstoff erhalten bleibt, dass dieser Rohstoff auch in Zukunft noch fähig ist, mitzuhalten, wenn HTML5 kommt oder wenn mobile Endgeräte in werden, dass diese Entwicklungen mitgemacht werden können und somit erhalten quasi diese Communities die Software am Leben. Und das Entscheidende ist eben, dass dieser Rohstoff zwischen allen aufgeteilt wird und quasi anstatt einer Monopolstruktur hier jeder Zugang zu diesem Rohstoff hat. Und deswegen eben freier Zugang schafft Community, Fundament für, damit diese diversen Akteure auch Zugang haben können, damit sie auch, egal was sie machen wollen, auch wenn sie es monetär verwalten wollen oder nur als EndnutzerIn, entscheidend ist eben, dass sie völlig frei damit tun können, was sie wollen. Und das wird eben gewährleistet durch freie Lizenzen. Und da geht es jetzt nicht nur um Code, ich habe jetzt den Code hier zentral in der Mitte, aber das GNU, aber auch andere Lizenzen, da geht es natürlich auch um Trademarks und um Patente und andere Dinge. Alles, was quasi die freie Verwendung irgendwie einschränken könnte, sollte vermieden werden, um die Community möglichst divers zu gestalten und damit den Rohstoff ein Eigenleben einzuhauchen. Und deshalb ist zum Beispiel auch diese Kampagne hier so wichtig, die ich kurz ansprechen möchte, Public Money, Public Code, fordert, dass von öffentlich finanzierten Einrichtungen finanzierte Softwareentwicklung auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Wenn ihr mal auf die Homepage geht, da gibt es ganz viele Argumente, ganz viele gute Argumente, warum das so sein sollte. Aber es ist eben auch ein Argument, um eine möglichst nachhaltige Infrastruktur zu gestalten, um Software quasi mit Eigenleben erfüllen zu können. Schließlich sollte man auch noch, möchte ich auch noch erwähnt haben, das Wissensmanagement. Wir hatten also die Community und der freie Zugang schafft Community und das Wissensmanagement schafft letztendlich den Zugang. Wenn die Software weiterlebt und fortgetragen wird über die Jahre, dann kommen da ständig neue EntwicklerInnen und alte gehen und die muss man abholen, auch NutzerInnen, die brauchen Zugang, da ist ein gutes Wissensmanagement sehr, sehr hilfreich. Ich habe hier als Beispiel, ich habe hier die Voyager 1, falls man es, wer es erkennt oder auch nicht. Ich fand das ein ganz gutes Beispiel, weil die wurde 1970 abgeschossen und hätte bis 1980 irgendwie funken sollen und die fliegt immer noch und funkt immer noch. Und dann habe ich vor 3 Jahren gelesen, hat die NASA jetzt, dann ging der letzte
Entwickler von damals, der ging jetzt auch endlich in Ruhestand. Und jetzt hat die NASA irgendjemand gesucht, der das auch übernehmen kann. Ja, und da stand in der Stellenausschreibung, dass ein halbes Jahr in etwa Einarbeitungszeit gerechnet wird, was ich doch ziemlich kurz und beeindruckend fand dafür, dass wir hier von Software und Hardware von fast 50 Jahren vor unserer aktuellen Zeit quasi reden. Und das verdeutlicht vielleicht auch ganz gut, wie wichtig so ein Business Management ist, um das eben natürlich auch nachhaltig und für die zukünftigen Generationen fortzuführen. So, und dann komme ich aber schon zu meiner Abschlussfolie, die das dann zusammenfassen sollte. Wenn wir also Software erhalten möchten, wenn wir Software für zukünftige Generationen erhalten möchten, von heute aus gedacht quasi, wenn wir heute Software kreieren, die wir für zukünftige Generationen erhalten möchten, dann ist die Community das zentrale Element darin. Und Community eben nicht nur, wie man es vielleicht klassischerweise heutzutage versteht, zwischen NutzerInnen und EntwicklerInnen, da gehört noch viel mehr dazu. Da gehören auch noch Unternehmen dazu und Wissenschaft und was ich vorhin schon alles aufgezählt hatte, Drittparteien und so weiter. Alle, die quasi irgendwo ein Interesse haben, diese Software zu erhalten, die schaffen eben auch ein agiles Ökosystem. Deswegen, wenn wir diesen Rohstoff, Software für die Gesellschaft erhalten wollen, dann ist das Sinnvollste, das der Gesellschaft zu übergeben und in deren Hände zu geben, damit sie sich mit einem Eigenleben, das quasi von diesen verschiedenen Akteuren aus geformt wird, Eigenleben einhauchen kann. Und damit diese Community eben möglichst divers und agil arbeiten kann, gilt es eben natürlich den Zugang zum Rohstoff zu schaffen, so uneingeschränkter Zugang zur voll funktionsfähigen Kopie natürlich. Ein Wissensmanagement, das es ermöglicht, dass auch völlige Neulinge in diesen Rohstoff, in die Gestaltung dieses Rohstoffs einsteigen können. Und als Fundament des Ganzen sind natürlich die freien Lizenzen, die überhaupt das auch rechtlich ermöglichen, damit so umzugehen. So, das war mein Vortrag. Vielen Dank und genau, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann haben wir noch irgendwie 2-3 Minuten oder so. Genau, wir haben sogar noch 5 Minuten. Ah. Genau, vielen Dank, dass du deine Ideen und Visionen zum Erhalt der Software mit uns geteilt hast. Genau, besonders schön fand ich auch, wie du so die Brücke zwischen Nachhaltigkeitsdebatte und Technikdebatte geschlagen hast über den Brundtland-Bericht. Genau, und ich lade jetzt zu Fragen ein aus dem Publikum. Genau, also ich würde mit dem Mikrofon hier vorne rumgehen und es gibt auch noch ein zweites Saalmikrofon für den hinteren Bereich. Also jetzt bestimmt nicht sehr fachmännisch die Frage, die Aktualisierung, wer macht die dann? Also wenn jetzt eine Software erstellt wird und dann ändert sich was, wer schreibt das Programm denn um, diese Software? Also es gibt normalerweise, wie zum Beispiel im Falle von dem Beispiel WordPress, das ich angesprochen hatte, gibt es eben normalerweise, es gibt eine, sag ich mal, eine zentrale Instanz, die eine Version herausgibt von Umschreibungen. Ich kann die Software umschreiben und sagen, ich habe was verbessert, wollt ihr das übernehmen? Und dann können die sagen, ja, übernehmen wir ja oder nein. Und dann gibt es quasi eine offizielle Version, sag ich mal. Und die offizielle Version, alle wissen irgendwie, das ist die offizielle Version, die wird von dieser Stiftung herausgegeben. Aber ich kann eben auch Parallelentwicklungen machen. Wenn die das nicht annehmen, dann könnte ich auch meine eigene Entwicklung machen. Aber es gibt eben normalerweise immer eine Institution, die sagt, hier ist die offizielle Version. Aber die kann auch natürlich nicht verhindern, dass jemand anders sich damit was anderes gestaltet. Aber es kann im Endeffekt dann auch veralten. Dass man, wenn keiner sich mehr zuständig fühlt, dann kann es praktisch veralten. Dass man dann sagt, dann ist die praktisch.
Ja, es kann natürlich geschehen. Hier, wenn wir diese Folie noch. So, es gibt dann schon Projekte, die irgendwann aufhören. So, irgendwann fühlt sich keiner mehr zuständig. Es hat irgendwie keine Attraktionen mehr. Es kommen keine neuen NutzerInnen, keine neuen EntwicklerInnen. Deswegen ist es ja so wichtig, die abzuholen und die einzubinden. Dann kann die natürlich auch an irgendeinem Versionsstand einfach stehen bleiben. Aber dann ist es eben wichtig, dass man sie archiviert, um sie trotzdem für die Zukunft zu erhalten. Hätte ich hier vorne auch noch mal eine Frage. Ich muss mich für meine Frage entschuldigen, falls es ganz am Anfang kam, denn ich kam ein paar Minuten zu spät, aber ich muss verstehen, wieso, was du unter Rohstoff verstehst, inwiefern Software ein Rohstoff ist. Ich hätte jetzt intuitiv gedacht, Software ist eher genau das Gegenteil, nämlich sowas wie ein Fertigerzeugnis, was am Ende sozusagen eines kreativen Prozesses steht. Und diese Metapher oder was genau bedeutet, wieso Rohstoff? Du, hatte ich am Anfang eingeführt, aber warum ist denn ein fertiges Produkt kein Rohstoff? Und wenn du sagst, Software steht am Ende, ich meine, Software ist ja eh die ganze Zeit lebendig. Es wird ja immer wieder geupdatet. Und der Rohstoff entsteht dadurch, weil ich ja ohne diese Software gewisse, heutzutage für unsere Gesellschaft, für die digitale Gesellschaft, sind Content-Management-Systeme zum Beispiel ein Rohstoff, weil sie sonst nicht weiter, oder noch, wenn man es mit der Hardware koppelt, sind natürlich irgendwie Betriebssysteme ein Rohstoff für unsere Telefone, weil sie sonst nutzlos sind. Das ist so ähnlich wie wenn ein Telefon keinen Strom hat, ist es nutzlos. Wenn ein Telefon kein Betriebssystem hat, ist es auch nutzlos. Das für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse Nutzbares zu machen. Und diese Metapher, jetzt zu sagen, oder die Begriffsherkunft aus der Ökonomie bezogen auf diesen Kontext, kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen. Deswegen, ich hätte mich. Gut, wir sind natürlich auch nicht in der Ökonomiestunde, aber man kann sich vielleicht schon vorstellen, dass ich ja einen Rohstoff verarbeite und dann mache ich daraus ein Produkt. Ja. Und das bei Software ist ja auch so, dass Software besteht ja letztendlich nicht nur aus, besteht ja aus ganz vielen Modulen. Ich nehme hier also auch sehr viele verschiedene Libraries, Module, andere Dinge zusammen und forme damit einen, dann, wenn du eine Ebene weiter runter denkst, dann kommst du schon auf den Rohstoff. Wir haben. Genau, wir haben hierzu auch noch mal eine kleine Ergänzung aus dem Publikum. Ja, also vielleicht muss man das einfach, wir sitzen in einer Wissensgesellschaft, wo wir über Wissen als Ressource sprechen, in Form von Daten oder Wissen kann verschiedene Formen annehmen, vielleicht kann man es so sagen, es ist eine der Kernressourcen einer Wissensgesellschaft und Code ist sozusagen eine institutionalisierte Form von Wissen, die bestimmte Handlungsabfolgen beinhaltet und so. Also so muss man es vielleicht denken als Ressource. Genau, ich würde vorschlagen, dass wir weitergehen mit Fragen. Da hinten war noch eine. Wie sieht das aus mit freier Software in der öffentlichen Verwaltung? Ich habe das Gefühl, das ist da noch nicht wirklich angekommen. Gibt es da Gründe für? Denn ich denke, da könnte man doch einiges an Geld und wahrscheinlich auch Elektronikschrott sparen. Auf jeden Fall, ganz klar. Deswegen auch dieser kleine Seitenwink auf diese Kampagne. Da kann man auch zum Beispiel sich Infomaterial besorgen und auch Petitionen unterschreiben und andere Dinge. Ja, also es hängt ganz davon ab, ehrlich gesagt. Es hängt davon ab, wo wir in Europa genau hinschauen. Da gibt es, also im Allgemeinen ist der Zustand vor allem auch in Deutschland noch nicht so gut. Und da bestehen einfach viele verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen, warum das so ist. Aber es gibt auch ein paar gute Beispiele, die vorangehen und insbesondere die Stadt Barcelona wäre da
erwähnenswert, die ganz große Schritte macht, sowohl ihre eigene Verwaltung auf freie Software zu stellen, als auch die Smart City auf freier Software, auf Basis freier Software zu gestalten. Und die dortige IT-Chefin Franziska Bria kann ich mal empfehlen, dann die hat auch mehrere Sachen darüber geschrieben. Und da, also es gibt schon Leuchtturmprojekte, aber leider sind es noch Leuchtturmprojekte. Aber weil wir ja alle hier die Welt verändern wollen und eine nachhaltige Zukunft gestalten wollen, bin ich zuversichtlich, dass wir das in den nächsten 10 Jahren irgendwie verbessern. Genau, hier vorne gab es noch eine Frage. Eine Frage für mich ist, du sagst, wie wir, auch ich habe einen rauen Hals, wie wir freie Software erhalten. Für mich ist es umgekehrt auch die Frage, was wir mit der alten Software machen. In der Weise, dass ich eigentlich hier in 70er Jahren noch Lochkarten hergestellt habe. Und das irgendwie ist spannend, finde ich, werde zeitweilig noch angefragt, weil ich noch COBOL gemacht habe. Und wir haben in der Wirtschaft zum Beispiel noch COBOL-Anwendungen am Laufen bei manchen Banken. Wie können wir uns womöglich halt, so wie wir heute manche Leute sumerisch studieren, halt entsprechende öffentliche Stationen wie Museen schaffen, weil wir bei freier Software denken wir nach vorne, aber wir können die Zukunft manchmal ein bisschen besser verstehen, wenn wir eigentlich wissen, woher wir kommen. Und deshalb ist die Frage halt, wie können wir uns womöglich halt so Informationen über Ursprünge halt irgendwo halten? Was sind da deine Vorstellungen dazu? Die Ursprünge der Software? Ja, von bestimmten Sprachen halt, sei es irgendwo und was damit bearbeitet wurde, weil wir können eigentlich erst dann feststellen, was wir heute machen, wenn wir halt irgendwo überhaupt eine Differenz zu vorher feststellen können. Genau, deswegen, klar, dann gehört natürlich dann größeres Wissensmanagement dazu, was ich ja, warum ich das auch noch extra so betont habe, dass es nicht nur darum geht, den Code zu erhalten, sondern dass es natürlich auch darum geht, das Verständnis von dem Code zu erhalten oder von der Programmiersprache. Und da müssen wir einfach ähnliche Initiativen letztendlich finden, wenn die eines Tages sich ableben. Irgendwann wahrscheinlich kommt Technologie, gibt es ja immer neue Entwicklungen und irgendwann leben sich bestehende oder vergangene Modelle ab, dass die auf eine Art und Weise archiviert werden, dass sie öffentlich zugänglich sind, dass sie gebackupt werden können, dass sie sich verbreiten können, dass sie verstanden werden können. Ähnlich wie quasi dieses Software Heritage, was ich auch angesprochen hatte, nur nochmal auf einer größeren Basis das hin, weswegen ich jetzt dort auch erwähnte, dass nicht nur der Code selber gesichert wird, sondern auch das zugehörige Wissensmanagement. Okay, zwei Fragen sehe ich jetzt noch. Bitte kurz halten. Das Mikrofon ist auf dem Weg. Vielleicht habe ich es, also erstmal Dankeschön, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, aber wenn ich ein Archäologe in 500 Jahren bin, was sehe ich dann? Was finde ich dann, wenn ich nach der Software buddel? Finde ich nicht Hardware, die ich nicht lesen kann? Also was ist das, was ein Archäologe in der Zukunft... Du findest Code, du findest so wie in einem Buch quasi, wenn du jetzt... Aber wie? Wie? Ja, also wenn ich die Geräte nicht habe. Ich gehe mal davon aus, dass es in 500 Jahren auch noch Geräte gibt, die Code lesen können. Und es gibt ja jetzt schon zum Beispiel Programme, die emulieren zum Beispiel eine Hardware von früher, um eben zum Beispiel Programme zum Laufen zu bringen, weil manchmal ist das Problem, ein Programm von 1980 zum Beispiel auf einem modernen Computer funktioniert nicht, weil der moderne Computer einfach viel zu schnell, viel zu krass ist. Also gibt es Programme, die emulieren quasi eine Hardware von 1980. Also weil es ja um Wissen geht und weil es ja ein agiler Prozess ist, wir springen ja jetzt nicht 500 Jahre, weil es ja ein agiler Prozess ist und sich Leute darum kümmern, den Zugang zu erhalten zu diesem Wissen, sehe ich da gar keine Probleme. Genau, das Mikro einmal eine Reihe nach hinten. So, ich habe kurz eine Frage zu dem Linux-Bild, das du hattest. Da haben sich ja die ganzen Distributionen abgespaltet. Und gerade, also
dadurch, dass ich die so einfach abspalten kann, habe ich ja natürlich dann beim Sichern von dem ganzen Code wesentlich viel mehr Aufwand, weil die ganzen Abspaltungen quasi auch noch archivieren muss. Das ist ja eigentlich so ein Stück weit ein Spannungsfeld. Wie stehst du dazu? Du meinst, verstehe ich noch nicht ganz, je mehr Abspaltung, desto mehr muss ich absichern? Genau, desto mehr Code muss man ja quasi archivieren. Ja. Und quasi bist du quasi ein Stück weit für eine Einschränkung von dieser Freiheit letztendlich, um die Archivierung zu erleichtern? Oder sagst du? Nö, überhaupt nicht. Also es ist ja auch ein bisschen so, ich sag mal, Speicherplatz ist ja nicht unser größtes Problem. So, es ist ja eher so, dass mehr Speicherplatz zur Verfügung steht. Wobei das natürlich, wie viel im Zusammenspiel, dann auch natürlich mit der Software und Komplexitätsstrukturen und so weiter zusammenspielt. Aber da würde ich jetzt das kleinste Problem sehen. Das Wichtigste eher, finde ich, viel wichtiger ist, als wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt von jedem hier eine Kopie und dann legen wir die alle irgendwie in dieses Rechenzentrum in Frankfurt. Das ist quasi meiner Meinung nach eher der falsche Ansatz. Viel wichtiger ist, dass man das, was auch immer für eine Technologie zur Verfügung steht, aber wirklich dezentral und vielfach archiviert, weil sonst habe ich halt natürlich auch so diesen Single Point of Failure und eines Tages geht mein Archiv kaputt und dann habe ich alles verloren. So, aber ich, über Speicherplatz sehe ich nicht das Problem. Genau, dann würde ich hier die Fragerunde schließen. Nochmal ein großes Dankeschön an Erik. Ja. Danke für die gute Diskussion. Und ich bin, ich habe hier übrigens so ein Danke. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, ich bin ja noch hier zugegen und auch ab und zu mal auf dem Stand der FSFE, der Free Software Foundation Europe, im 3. Stock vom Lichthof. Jo.